Mein Vater war in meinem Leben immer anwesend, ohne dass ich ein Gefühl dafür gehabt hätte, wer er wirklich war. Heute weiß ich, ein Mensch mit vielen widersprüchlichen Gesichtern und mehreren Leben. Wo ich nach meinem Vater suche, begegne ich einer öffentlichen Figur. Einem Wissenschaftler und Schriftsteller, dem Vorreiter einer gesellschaftskritischen Psychologie, der während der 70er Jahre zu einer Ikone der linken Protestbewegung wurde. Dadurch, dass er sich hin und wieder so verhielt, dass man als seine Partnerin dann doch dachte, das geht nicht, das wird nichts. Er wollte provozieren, wieder aufgegeben zu werden, alleingelassen zu werden. Der interessante Widerspruch für ihn wird sicherlich gewesen sein zwischen diesem Kulturweltbürger und der ihn umgebenden Linken. Ein gutes Leben ist auf jeden Fall mal das Ziel der Revolution. Da gab es ganz wenige aus der älteren Generation, die da mitmachten. Und da war Peter die große Ausnahme und er war die Vaterfigur der APO. Und die APO brauchte eine Vaterfigur. Ist der an der TU lehrende Psychologieprofessor Dr. Peter Brückner ein Helfershelfer der Bader-Meinhof-Gruppe? Auch in der Yorkstraße 5 in Hannover sollen den Beschuldigungen zufolge Ulrike Meinhof und Komplizen in der Etagenwohnung des Hochschullehrers logiert haben.